So, weiter geht's mit der Plackerei. Ich sag euch, es ist so dämlich, so blöd. Ratet mal, was wir mal wieder übersehen haben. Ich hab's entdeckt vorhin, als ich nochmal ein bisschen rumprobiert habe ohne Aufnahme. Diesen Stein. Es sind immer Steine, die ich übersehe. Ich könnte brechen. Also sacken wir auch den ein. Ja, ich habe bloß keine Ahnung, was genau wir jetzt mit einem Stein anfangen sollen. Also ich nehme mal an, hier wird jetzt wirklich nichts mehr sein. Denn wir haben ja jetzt schon sehr vieles von da weggeholt. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich mal wieder rumprobieren und gucken, womit wir den Stein verwenden können. Keine Ahnung, mit einem Loch ins Boot schlagen wäre ja eigentlich sinnlos, oder? Das geht doch so nicht. Wer hätte das gedacht? Kannst du den irgendwie am Haar festmachen oder so? Ich weiß nicht, was du mit dem Haar machen willst. Das geht doch so nicht. Okay, Wasserhahn. Das geht doch so nicht. Na super. Okay, mehr haben wir ja nicht. Drüben ist nix. Vielleicht... Ach, natürlich, okay. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Nein, ernsthaft. Nein, ernsthaft. Leute, wer soll darauf kommen? Wer soll darauf kommen, dass man einen Samen vom Baum nehmen muss, den mit einem Stein zusammenschlagen muss, damit Öl rauskommt? Ich meine, ich kann mir denken, was wir mit dem Öl jetzt machen sollen, aber... Ach, nee. Da ist es, sorry, aber da kommt keine Sau drauf auf so einen Dreck. Okay, gut, ich meine, das erklärt auch, warum ich beim letzten Mal so unglaublich hängen geblieben bin, weil ich einfach den Stein nicht gefunden habe und der essentiell dafür ist, weiterzukommen natürlich. So, ich nehme mal an, wir sollen dann den rostigen Wasserhahn damit ölen, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was genau der Wasserhahn mir jetzt bringen soll hier. Aber ich habe auch jetzt gerade eben erst erkannt, wie genau eigentlich hier die Perspektive sein soll. Der sieht so verquer aus, der Wasserhahn. Das ist irgendwie merkwürdig. So, fertig, Simon? Gut. Ich habe jetzt erst erkannt, dass das hier der eigentliche Hahn ist und hier oben drauf ist halt zum Drehen. Das war irgendwie so komisch, als ich das gestern angeguckt habe. Ich habe es nicht erkannt. Ich konnte es einfach ums Verrecken nicht erkennen, wie das da von der Perspektive her dargestellt sein soll. Ich weiß nicht, der hat doch immer, wenn wir auf Nehmen und das Haar gedrückt haben, dann hat er das doch immer irgendwie in die Hand genommen. Vielleicht klappt das ja jetzt. Da hat er ja immer rumgemotzt, dass das zu rostig ist oder irgendwie so. Was? Und jetzt? Ja toll, jetzt ist Wasser reingelaufen. Ich meine, jetzt verstehe ich, wozu das Haar gedacht war, aber... Hä? Ach, ich weiß. Wir können jetzt drüber fahren. Die Pfütze war doch zu niedrig gewesen und wir sind auf Grund gelaufen in der Mitte. Jetzt können wir wahrscheinlich hier rüberfahren und kommen jetzt endlich über die Stelle hinweg, weil der Wasserstand jetzt wahrscheinlich höher ist oder so. Genau. Unglaublich. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja. Oh, der Druide. Ha. Nee. Ein Frosch. Bonjour, kleiner Frosch. Kannst du mit ihm reden? Ernsthaft? Cool. Entschuldigen Sie mich, ich muss hier vorbei. Hat gut geklappt, gehen wir einfach mal. Oh, puh. Hey, ich lebe noch. Aber wo zur Hölle bin ich? Ich bin im Frosch. Ja, schön, wir sind von einem Frosch gefressen worden. Simon? Klamotten und so? Aha, ja, ist klar. Schön, okay. Okay, wir kommen an dem Frosch nicht vorbei und müssen ihn irgendwie wegkriegen wahrscheinlich, nehme ich so an. Was machen wir denn da? Das hier hinten sieht aus wie Sokrates irgendwie. Okay, hier drüben ist nichts, hier ist nur der Frosch. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir hier finden könnten? Dieser Zwerg vielleicht hier, der Gartenzwerg? Nö, der sitzt auch bloß zum Spaß. Hier ist Wasser, okay. Geh mal zum Wasser. Ja, guck's erst mal an. Eine kleine Kaulquappe schwimmt da drin. Ah, schön. Vielleicht können wir den erpressen, den Frosch. Komm mal her, kleines Kaulquäppchen. Sie sieht so richtig sauer aus. Wie auch immer eine Kaulquappe sauer gucken kann. Okay, was machen wir jetzt mit der? Können wir vielleicht dem Frosch die einfach geben oder so? Nicht schon Nein! Wieder. Ach, Simon! Mich raus. Du sollst dich nicht von der fressen, von dem fressen lassen, von dem Froschmann. Oh, du Dämlack, du!
Du sollst sie einfach nur benutzen und hinhalten, damit... Ach, diese Animation ist auch so wahnsinnig langgezogen, ne? Die kann einem schon unglaublich auf die Nerven gehen, kann ich mir vorstellen, wenn man die ein paar Mal erlebt. Okay, benutzen klappt nicht. Vielleicht gib, also dass wir die Kaulquappe rausrücken und dafür durchgelassen werden oder so? Nicht schon wieder. Nein! Ach! Simon! Meine Güte, mach's doch aus der Entfernung! Du bist doof! Okay, klappt alles nicht. Wunderbar. Wir können nicht mit der Kröte interagieren. Mit dem Frosch meine ich natürlich, ist keine Kröte. Was können wir denn machen? Fertig? Ja, fertig. Ja. Können wir vielleicht nochmal reden mit dem? Ah, okay, wunderbar. Jetzt geht's los. Erpressung! Mach den Weg frei oder die Kaulquappe stirbt. Ich glaube, ich hab's ihm gezeigt. Ich fand den weinerlichen Gesichtsausdruck schön. Bye bye, kleiner Freund. Von der Kaulquappe. Okay, der Frosch ist endlich weg. Das ist gut. Dann können wir ja jetzt weiter marschieren zum nächsten Bildschirm, nehme ich mal so an. Oh. Ach, Pilze, okay. Das ist ein magischer Pilz mit den Worten, iss mich darauf. Ah, Alice im Wunderland lässt grüßen, wir werden wieder groß. Endlich. Ah, Gott sei Dank. Und jetzt frisst den Pilz, das ist ja schrecklich hier. Yay! Und da ist auch der Rest von der Sokrates-Statue. Okay, haben wir hier denn irgendwas, was wir machen könnten? Bisschen gucken, mal den Baum mit absuchen, aber der scheint auch nichts zu haben. Doch hier. Moment, wo war denn das? Da. Ein Ast. Sacken wir den mal mit ein, kann ja nicht schaden. Okay, noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir einfach mal durch die Tür und schauen mal. Begrüßen mal unser Hundilein. Hundi? Hundi? In der Kiste? Sieht aus wie ein Erdbeben. Was zur Hölle? Oh Mann! Was bist du denn? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hau ab. Was bist du denn? Alter, was für ein abgefucktes Vieh. Ganz ehrlich. Was zur Hölle? Ja, wir haben ja nicht viele Gegenstände. Wir können ihn mit einem Ast irgendwie aufhalten. Ich oder hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Oder mit einem Stein bewerfen. Ich nehme mal einen Stein werfen, bringt nicht viel, deswegen probiere ich mal den Ast. Scheint zu funktionieren. Ja, genau. Okay, Kiste ausgestellt. Sehr schön. Ja, du hast da was. Das hast du gut erkannt. Oh, jetzt ist er eingeschnappt. So war's. Können wir die vielleicht mitnehmen oder erstmal anschauen? Der Ast steckt in seinem Maul. Gut erkannt. Nimm mal mit. Ich würde es lieber nicht anfassen. Warum nicht? Ist doch ganz niedlich. So, haben wir noch irgendwas, das wir hier mitnehmen können? Ja, können wir. Was ist das? Ein Speer. Okay. Sollen wir irgendwie auf Monsterjagd gehen oder... So, Kiste, Schild ist auch noch, sehe ich gerade. Können wir den auch einsacken? Der liegt hier so nutzlos rum. Wäre ja irgendwie anzunehmen. Okay. Unser Inventar füllt sich. Die Oberfläche ist stumpf und matt. Was äußerst wichtig ist, bestimmt. Es ist lang und hart mit einem spitzen Ende. Okay. So, hier haben wir noch eine Statue und natürlich das nicht öffnen, sich nicht öffnen lassende Doppelportal. Gucken wir uns mal die Statue zumindest an. Ich denke mal, rauskommen werden wir nicht mehr, brauchen wir auch nicht. Fertig für die Schlacht! Ja, genau. Rauskommen werden wir auch nicht, denke ich mal, wieder. Okay, gehen wir hoch einfach, mal gucken, wie es da aussieht. Irgendwie puffmäßig. Okay, was haben wir denn da? Hier liegt eine Socke rum, hier ist ein Beutelchen. Ach, hier ist ein Buch. Das sieht man gar nicht. Okay. Haben wir hier irgendwas? Magischer Stab, Spiegel, okay.
Ja, nimm einfach mal mit, was du kriegen kannst. So. Haben wir das schon mal? Kannst du hier noch einen stecken? Ich guck derweil noch mal weiter. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas hier. Lala, die sind auch hübsch hier. Nee, sieht nicht so aus, ne? Okay, nimm mal das Buch. Ich weiß zwar nicht, was es bewirkt. Apropos Buch, Simons Zauberbuch liegt noch vor der Tür rum, ne? Was ist denn das? Da steht alles über magische Stäbe. Okay. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Magische Stäbe wie dieser dort? Dann sack ihn mal ein. So, wunderbar. Sonst noch irgendwas hier? Ja, der Spiegel natürlich, aber ansonsten nichts. Okay, gucken wir uns den zumindest mal an hier. Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Mensch! Hübsch, hässlich. Ja, unglaublich. Was ist los? Noch nie einen sprechenden Spiegel gesehen? Oh! Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Okay, wir haben einen sprechenden Spiegel. Das ist ja auch schön. Nein, habe ich vorher noch nicht gesehen. Genauer gesagt, ich bin ein magischer Spiegel. Ich kann jede reflektierende Oberfläche der Welt widerspiegeln. Sage mir nur wo und du kannst alles hören und sehen, als wärest du live dabei. Ich möchte aber gar nicht sehen. Magische Spiegel interessieren mich nicht. Mann, sei doch nicht so gemein zu dem. Sprich nochmal mit den, warte, sprich hier. Auf für meine Dienste. Wie fühlt man sich so als Spiegel? Manchmal glänzend, aber meistens matt. Ha, ha, ha. Es war lustig und ausgelassen. Nennt meinen Humor primitiv, aber ich fand den gut. Ich brauche nichts von einem sprechenden Spiegel. Okay, ich mag den Spiegel irgendwie. Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Meistens glänzend, manchmal matt. Okay, nee, andersrum, egal. Gehen wir mal weiter. Wir haben ja alles aus der Etage hier abgesahnt, so wie es aussieht. Hey Max, sieh mal, ein Eindringling. Ja, und was für einer. Jede Wette, dass er sowas versucht, wie den alten Sordid wegzublasen. Sordid, na klar. Sollten wir ihn warnen? Ja, Mann, warnen. Wir können doch unmöglich hier rumhocken und darauf warten, bis er ihn erledigt. Ja, erledigt. Wir könnten mit dem hier das gleiche machen wie mit den anderen und ihn essen. Ja, ihn essen. Oder wir machen ganz einfach weiter mit dem Spiel und ignorieren den Eindringling. Ja, Mann, ignorieren. Na gut. Schön. Gut, sehr sympathisch, die beiden Dämonen. Die sind äußerst arbeitswillig, ich sehe schon. Die kenne ich aus dem zweiten Teil. Die kommen dort wieder vor, die beiden.